Ja, und damit herzlich willkommen zu Commandos Strike Force, einem neuen Projekt bzw. alten Projekt. Ja, wie ich heute schon gesagt habe, so da, gut. So. Die deutschen Truppen haben Frankreich besetzt. Alle Hoffnungen ruhen nun auf der Resistance und den Alliierten. Eine Fallschirmjägereinheit soll in Kürze landen. Gehen Sie in Position und geben Sie unseren Jungs Feuerschutz. Ja, das machen wir. Ich spiel's auf leicht. So wie üblich. Frankreich 1942, Feindgebiet. Oh, gefetzt. Mein Name ist William Hawkins, Scharfschütze, einer der Besten. Diese Gabe ist ein Geschenk von Gott. Man könnte sagen, ich bin gesegnet. Oh ja, ich bin gut. Ich gehöre zu einem Team. Frank kommt auch bald. Er ist ein Green Beret, ein Draufgänger, ein cleverer Draufgänger, um ehrlich zu sein. Er verwandelt sogar die beschissenste Situation in einen Sieg. Tatsächlich. Und dann wäre da natürlich noch Colonel George Brown. Er ist der Boss. Was er sagt, ist Gesetz. Er ist, wenn Sie so wollen, ein Frontspion. Geben Sie dem Mann eine deutsche Uniform und er spaziert schnurstracks nach Berlin. Wir sind die Strike Force. Der Feind fürchtet uns. Und das ist gut so. Also dann, ich muss jetzt in die Stadt. Ich soll dort unauffällig ein paar Feinde ausschalten. Los, dann machen wir das mal, ne? Schlaf gut, Fritz. Der Scharfschütze kann feindliche Soldaten mit Wurfmessern töten. So können sie Gegner lautlos aus sicherer Entfernung ausschalten. Messer werfen mit linker Maustaste. Leichen. Deckt einer ihrer Gegner eine Leiche, schlägt sie ja umgehend aller. Okay. Gut. Sammeln wir unser Messer wieder ein. So. Natürlich muss ich auch zugeben. Oder sagen. Ich finde das Spiel generell super, weil ich habe das sogar dort muss als kleiner Bub. Also, nicht als kleiner Bub, sondern eh schon als Jugendlicher ja, gespielt auf der 2er Playstation. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir das mal für den PC. Und die eigentlich immer haben, also die PC-Version. Drücken Sie in die Ortschaft vor, ja, das haben wir kurz gemacht, also das mit dem Q. Okay, was haben wir denn hier? Einen Hinterhalt. Verdammte Crowds, immer einen Schritt voraus. Die Vordertür kann ich vergessen. Da komme ich nie rein. Ich könnte mich über das Obergeschoss reinschleichen. Okay. Vielleicht kann ich sie dann überraschen. Schwierig wird es trotzdem. Ich darf keinen Lärm machen.
Also gut, wir dürfen also keinen Lärm nicht machen. Gut. Drücken und halten Sie E, um die Außenansicht zu aktivieren. Behalten Sie über das Radar den Alarmstatus Ihrer Gänger im Auge. Fernglas. Benutzen mit rechter Maustaste. Alles klar. Okay. Ja, das ist halt unser Charakter, der Scharfschütze. So. Gut. Gehen wir mal da rein. Okay. Da werden wir, glaube ich, nicht viel reißen. Moment einmal. Ah ja, genau, da kommen wir ja nachher hin. Okay. Das Gebäude ist das also. Jawohl. So. Ich mache insgesamt pro Folge 2 Missionen. Gefährlich werden. Und der da vorne. Eieieiei. Na gut, dass ich das auf der leichten Stufe spürst. Stirb, Tommy Schwein! Verdammt nochmal! Was hat nie gekriegt? Was denn da oben kurz? Alles klar. Ruhe. So. Oder so schwer drauf. Naja, eigentlich wollte ich es helfen, aber. Naja, ich wurscht. Man kann ja so eine Garde haben, ne? Clever, leise und tödlich. So leise Hawkins. Ja, genau. Das war's mit ihm. Und da sind unsere Leute drinnen. Hi Jungs, ich bin das Rettungsteam. Schnappt ein paar Gewehre, dann raus hier. Es kommt ein deutscher Konvoi in unsere Richtung. Ich gehe nach oben. Ja, ja. Neben. Ups. Gut, da staunst du, was, Jerry? So, das war mal die Einführung des Spiels. Scheiße, oh nein, sind das viele. Wieso wissen die, was wir vorhaben? Wir müssen Frank warnen. Er hat keine Ahnung, dass ihn diese Bastarde erwarten. Frenchy, laufen Sie zur Landezone und warnen Sie ihn.
Ich gehe hier in Position. Ja, das geht in Ordnung. Ich erledige das so schnell ich kann. Gut. Glückwunsch. Im Bildschirmkommandos-Kampagne wurden neue Bonusinhalte freigeschaltet. Ja, das mit den Bonusinhalten, das schauen wir uns ganz am Schluss an. Okay. Die Sternenbewertung interessiert mich jetzt eigentlich nicht wirklich. So. Das ist schon der Green Beret. O'Brien. Gut, wir sollten keine Zeit verlieren. Die Sache stinkt zum Himmel. War recht, der Tod erreicht, der Green Beret. Naja. Zweite Mission. Jetzt wird's lustig. Monsieur! Monsieur! Ich bin Maurice, Ihr Kontaktmann bei der Resistance. Wir müssen fliehen. Die Deutschen haben uns eine Falle gestellt. Die Mission sofort abbrechen. Wir müssen fliehen. Scheiße! Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Gehen Sie in der Hütte in Deckung! Brechen Sie aus! Über die Brücke! Retten Sie Ihre Männer! Los zur Hütte, Jungs! Kommt her, ihr verdammten Mistkerle! In Ordnung, los geht's! So, ich bringe meinen Captain in Sicherheit. Jawohl! So, da! Oh, da scheint's! Erster Scheinwerfer tot! Hey, der wurde erwischt. Okay, das weg. Los, alle Mann in Deckung! Da verschanzt. Warte. Okay.
sie. Schütze sie. Sehr schön. Das ist auch noch von mir. Ah, daneben. Wende ich Krieg 17 an. Das war's. Der LKW-Besatzung. So. Wo seid ihr? Kopfschuss. Aha. Warum? Komm mal. Der fliegst. Ah. Ach was. Das gibt's doch nicht. Wieso triff ich das nicht? Okay, jetzt. Das war voll Treffer. Komm schon. Das darf doch wohl nicht wahr sein hier. Den Käpt'n hat's erwischt. Schnell, helft ihm! Sie schießen zurück! Sicher schießt es zurück. Das heißt, du glaubst nicht, wo ich erst. Das ist ja Kinder geworden, nicht? Gut, kommt schon, Männer. Wir müssen fliehen.
Hoppala. In den LKW, Männer. Was ist passiert? Ich dachte, die Landezone wäre sicher. Ganz ruhig, Captain. Jemand muss die Deutschen gewarnt haben. Ich fürchte, wir haben einen Spitzel unter uns. Oh, Scheiße. Nur Sie, ich und der Franzose wussten von der Operation und der hat sich eine Kugel eingefangen. Was wollen Sie damit sagen, Captain? Spucken Sie es aus. Wo waren Sie eigentlich die ganze Zeit? Diese Explosion bei Ihrer Landung? Wer glauben Sie war das? Eine verirrte Spitfire? Ich behalte Sie im Auge, Colonel. Belassen wir es dabei. Sie sind auf dem Holzweg, O'Brien. Ich bin sauber. Schade, dass Sie nicht dabei waren. Was ist hier los, Gentlemen? Nichts, Hawkins. Wir unterhalten uns nur über Literatur. Julius Caesar, um genau zu sein. Shakespeare? Der Mensch ist manchmal seines Schicksals Meister. Gehen wir, Lieutenant. Die zwei? Sollen meine Partner sein? Na super. Ja, scheiß tue ich drauf, der Hawkins. Ja, das gleiche nochmal. Ja, das ist schon her. Gut. Die Sternebewertung interessiert mich, wie gesagt, null. Deswegen, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, meine Lieben, dann schreibt es in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, weil das habe ich beim Train Simulator jetzt vergessen gehabt zu sagen. Und aktiviert die Glocke, wenn es mehr sein wollt. Bis dann und ciao. Die Deutschen.